Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted. Ja, wir haben Roman und seinen komischen Möchtegern-Experten, was Ruin und so angeht, aus dem Mausoleum rausgelockt, sind dann selber dort rein, haben den Eingang zu einem Schatzlager gefunden, der dann aber eingebrochen ist. Sully ist draußen, Elena und Drake sind drin, oder Nate von mir aus. Und jetzt erkunden wir mal dieses Schatzlager. Mal sehen, was wir hier finden. Eigentlich dürfte es hier keine Männer mehr geben, die auf uns ballern. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Oh, ja. Ziemlich weit verzweigt, verwinkelt und boah. Die Dinger lassen sich nicht zerkloppen. Ich glaube auch kaum, dass da immer was drin ist, aber die Neugier ist. Oh. Die Dinger sind ja aus Stein. Wo sollen wir lang gehen? Gute Frage, nächste Frage. Na. Immer schön jede Ecke durchsuchen. Können eigentlich nur geradeaus. Warte mal. Was denn? In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. 257. Aha. Hier drüben? Ah, hier steht 1 drauf. Auf der Platte. Hier 5. Aha. Zu 2 geht's links lang. Zu 4 hier runter. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Nett. Ah. Hier geht's auch zu 1 rauf. Okay. Ich weiß, dass wir hier eigentlich nicht hin müssen. Ah! Das habe ich irgendwo erwartet. 40 von 60. Silberkelch mit Deckel. Profi-Schatzsucher. Nice. Oh. Nee. Sowas habe ich gesucht hier. So, 257 hieß es doch, ne? Was haben wir hier? Okay. Schön. Mann, ich hab mich total verirrt. Die Hinweise kommen aber auch immer nur in ganz kurzen Momenten. Okay, da ist die 4, alles klar. 2, 5, 7 hieß es. So, also 3 geht's nach links. Obwohl es hier keinen links gibt. 4 rechts. 1 rauf, what the fuck? Okay. So 4 rechts, alles klar. Die 3 hier links. Übel. Echt sehr labyrinthmäßig aufgebaut. Das gut sein. Aha. Okay. Das ist jetzt also das Wasserrad Nummer 2, ja? Müssen wir jetzt noch 5 und 7 finden? Es tut sich was! Nate, warst du das? Wir sollten
sich plötzlich etwas. Oh, da geht's auch auf. Okay, hopp. So, alles klar. Mhm. So, jetzt sind wir hier oben. Dort hinten geht's zur 6. Oh. Zur 5 geht's hier lang. Hier wäre wieder 2. Aber ich schätze, wir müssen da lang. Zahlen 2, 5 und 7 bringen uns wohl immer zu den richtigen Sally, Stellen. Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Was erwartest du? Bei den fetten Mauern hier? So, 4 nach rechts, ja. Der Sprung wäre weit und außerdem leuchtet auch nichts da. Also jetzt schnell rauf und nach links. Ja, Scheiße. Aha. Toll, jetzt sind wir wieder hier. Mit diesem blöden Rad. So. Jetzt hier runter. Los! Okay. Aller guten Dinge, nicht wahr? Das ist sowas. Dass ich da hoch muss, hätte ich nie gedacht. Okay, nicht auch noch von dem erwischen lassen. Noch ein Versuch. Okay, wenn wir dort drauf sind, dann möglichst schräg dort hinten hin, ne? Ich dort hinten aber auch nicht wirklich was erkennen kann. Naja, ist egal. Was sehe ich denn da? Da leuchtet ja was. Ha! Juwelenbesetzte Silberbrosche. Nice. Wenn wir von dort aus hier hinspringen konnten, können wir dann von hier auch dorthin springen? Wieso kletter ich hier rauf? Verlieren wir es. Ich stelle mich manchmal so blöd an. Kein Kommentar dazu, bitte. Ah, okay, hier geht's rauf, alles klar. Aha. Boah. Verzweigt, da ging's nicht, hm? Hier haben wir eine 2, dort ist die 1. Also immer schön 2, 5 und 4. 7 folgen. Ja, wir sollten schon springen. Hier geht's zur 5, alles klar. Och nö. Och nö. Machen wir es wie bei Crash Bandicoot. Seitwärtsansicht. Boah, wie scheiße ist das denn jetzt? Können wir uns hier langhangeln? Komm schon. Hangel dich, du. Ja, da war keine Griffkante, hä? Das wäre viel zu einfach. Oh. Blöd, Mann. Scheiße.
Oh, okay. Hey, geschafft! Hey, pass auf! Oh, Quicktime-Events, nice. Schon gut. Nichts passiert. Was bist denn du für ein Trottel, Nate? Huh? So, okay. Schätz mal, wir müssen jetzt hier rüber. Und wieder dieses Spielchen spielen. Wow. So, hier geht's wieder rechts lang. Ist hier die Kette? Nö. Jetzt eben einfach hier runter. Da oben geht's zur 5. Sehr schön, sehr schön. Du brichst mir jetzt nicht noch ein. Elena, das würde ich lassen. Okay, hör halt nicht auf mich. Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Klar, du wartest wieder. Aber ich muss immer alles machen und ihr wartet immer. Irgendwas, was hier noch rumliegt? Nichts? Oh. Na schön, dann müssen wir eben mal wieder klettern. Okay, auf hier. Hopp. Was zum Teufel? Was denn, was zum Teufel? Ich sehe nichts. Ach, was weiß ich denn nicht? Was der wieder für Hallus hat. Oder was ich nicht sehe, keine Ahnung. Irgendwas hier? Hm? Okay, die Dinger sind unkaputtbar. Und hopp! Glänzt hier irgendwo was auf dem Boden? Hä? Oh oh. Der Sprung könnte gefährlich sein. Ich glaube nicht, dass der hinhaut, oder? Aber wir müssen da hin. Nee, Moment mal. Eine Brücke, die hier runterkommen kann. Aha, aha. Leute, ich hab grad keine Ahnung. Kann ich jetzt schlecht dort hinten ranspringen, ja? Ach, was soll's. Ja, hat super geklappt. Nee, oder? Oh. Darf ich den ganzen Mist nochmal klettern? So, climb. Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Ach. Toll. Dass hier eine Kette ist. Die habe ich echt nicht gesehen. Oder vielleicht gesehen und nicht als was zum Raufklettern betrachte. Ist ja auch scheißegal. Glänzt hier oben was? Ja, müssen wir wieder so einen Fahrstuhl betätigen, ja. Was da? Yay. Danke, Nate. Ja, whatever.
Okay, weiter zu 5. Es entspannt mich gerade total, dass wir hier nicht immer ständig schießen müssen. Okay, hier geht's links weiter. Sonst irgendwas? Gar nichts. Oh. Hier vielleicht mal schön umgucken. Werde nicht mehr alle Schätze zusammenkriegen, aber. Wer sind die denn? Oh nein! Dieser blöde Raja. Habe ich gerade was gesagt, hey, von wegen nicht so oft schießen? Wer überlebt, kriegt das Gold! Du bist es nicht. Tötet beide. Ihr könnt einfach keine Witze reißen, ihr Schweine. Ihr seid sowas von unwitzig! Wuhu! Oh, und ich bin tot. Ach. Elena, mach du das mal. Wow. Deine Mutter sitzt fest. Boah. Von allen möglichen Seiten kommt die hier angeschissen. Na, Elena, gibt's dich noch? Ich hab's euch schon mal gesagt, beleidigt mich mit Worten, die ich auch verstehe. Ansonsten macht ihr euch voll zum Affen. Na los, komm raus. Oh, wie fühlt sich das an? Na gut, bestimmt nicht. Mehr? Ich hätte beinahe die abgeknallt jetzt. Na, na. Eine Wes. 50 Eliminierungen. Hey. Mit dieser. Nein! Habt ihr es so dicke mit Granaten, dass ihr alle eine schmeißen müsst? Ah, da oben ist wieder so ein Verein. Okay. Aha. Da ist der. Wo ist wer? Okay. Fuck, Mann. Du bist das. Ich hasse solche Typen. Aha. Okay, zu 4 rechts. Wir haben ein explosives Fass. Und naja, wieder mal keinen Schatz hier rumliegen, oder? Nee. Nee. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle wieder einen Cut. Auch wenn hier wieder ein paar von diesen Saftsäcken sind. Aber egal. Bis zur nächsten Folge. Tata!